Ja, hallo. Madrid war natürlich wie zu erwarten ein Satz mit X und wird wohl ein Satz mit X bleiben. Denn warum sollte ein System, ein weltweites System des Kapitalismus bzw. der sozialen Marktwirtschaften, ja, warum soll das, was bis jetzt über Leichen gegangen ist, immer wieder mit Massenkriegen, mit Massenmenschenabschlachtungen, mit dass die Erde geplündert hat und überall nur alles sozusagen verdreckt hat, um Geld zu generieren und dabei keinerlei Rücksicht auf die Menschen und deren Gesundheit genommen hat. Warum soll das jetzt plötzlich mit einem Schlag eine Kehrtwende vollziehen? Macht es nicht, ne? Also deswegen müssen die Fridays for Future und Greta ihre Medienkontakte dazu nutzen, endlich den sanften Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft, den sanften, schrittweisen Ausstieg aus dem Kapitalismus sozusagen zum Thema zu machen. Denn irgendeine chaotische, radikale Geschichte wird niemals eine weltweite Akzeptanz finden. Aber über einen sanften, schrittweisen Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft, darüber sind durchaus alle gesprächsbereit. Ja, und ja, also von daher, ich will es mal so sagen, jetzt auch inhaltlich wieder, weil ja manche noch nicht Bescheid wissen. Also hier die zweiten Scientists for Future 2 haben also alles fertig, haben also die gesamte Lösung fertig für den Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft, der uns gleichzeitig natürlich kompletten Klimaschutz und alles liefert, aber bis jetzt eben die Fridays for Future tun bis jetzt alles, um Lösungen zu verhindern. Warum, wieso, versteht kein Mensch, irgendwas ist da, läuft völlig schief. Habe ich ja schon oft genug gesagt. Also deswegen hier, ich werde das nochmal hier deutlich machen, Ernährungssystem, Gesundheitssystem, also mit jedem System der sozialen Marktwirtschaft kann man klar machen, wie es uns schädigt, wie es uns Menschen schädigt. Viele Zuhörer haben ja noch nicht begriffen, dass die soziale Marktwirtschaft und der Kapitalismus, beziehungsweise der Kapitalismus als System das Grundproblem an sich ist, ja. Und hier jetzt anhand dieses Schaubildes, das ich ja schon mal verwendet habe, nochmal deutlich machen. Die kapitalistische oder sozialmarktwirtschaftliche Urszene ist folgende und die zeigt uns nochmal ganz klar, dass das ganze System auf Zerstörung unseres Lebens ausgerichtet ist. Ja? Dass wir trotzdem noch leben, ist eigentlich das Erstaunliche dabei, dass das System eben noch nicht so perfekt ist, dass es uns so richtig ruiniert. Ja, also die soziale Marktwirtschaft, die Urszene, erster Tauschhändler oder erster Tauschhändler in der Evolution, der Zuckerwaren, Süßigkeiten dabei hat im Vergleich zu süßen, reifen Früchten. Also wir wissen aus der Forschung, süße, reife Früchte, wenn sie naturbelassen sind und vielleicht auch nicht zu stark verzüchtet sind und nicht zu extrem süß gezüchtet sind und so weiter, das ist für uns absolut gesunde Nahrung, weil wir in der Evolution ganz viel Früchteesser waren, ja? Und deswegen unsere gesamten genetischen Materialien also eingestellt sind auf den Früchteverzehr. Aber jetzt ist es natürlich so, für den Händler ist es unheimlich aufwendig und schwierig, sozusagen süße, reife Früchte über weitere Entfernungen im reifen Zustand unzermatscht, unverfault und so weiter zu liefern. Das ist viel Aufwand, viel Kosten, ja. Und da ist es doch viel einfacher. Man stellt Imitationen von süßen, reifen Früchten her mit Zucker, sowas wie Pralinen, Schokolade, Süßigkeiten und so weiter, die alle mehr oder weniger nichts anderes sind als billig Imitate von süßen, reifen Früchten sozusagen.
Und wir wissen aus der Forschung, all diese süßen, also diese Imitate sind schwer gesundheitsschädlich, sind richtig, machen uns so richtig schön krank, Diabetes, Fettleber, Übergewicht, was auch immer, Zähne kaputt und alles. Also so richtig, aber eben, sie bringen uns halt nicht innerhalb von 5 Minuten um, sonst wären sie wohl schon wahrscheinlich nicht erlaubt, sondern sie brauchen ein bisschen, bis sie uns umbringen. Ne? Und deswegen haben wir also hier auf der rechten Seite haben wir den ersten Tauschhändler der gesamten Evolution, der Zuckerwaren dabei hat, also Zuckerimitate von süßen, reifen Früchten. Und der andere ist sozusagen der Wahrheitsmemträger, der glaubt die Wahrheit, nämlich dass das ungesund ist, und der bleibt bei den süßen, reifen Früchten. Und seine Märchenerzähler erzählen auch sozusagen nur wahrhaftige Geschichten. Ja? Beispiel hier, der auf der rechten Seite, der erzählt also, der Märchenerzähler, den zum Beispiel der, oder es kann ja auch sein, dass der Tauschhändler die Märchen selber erzählt, das spielt keine Rolle, aber es ist wahrscheinlich, dass sich sehr früh ein Tandem entwickelt hat. Der Händler hat sich um den Verkauf gekümmert und der Märchenerzähler für die Unterhaltung der Menschen sozusagen. Und dadurch hatte er als Märchenerzähler die Möglichkeit, auch irrige Informationen einzubringen, und wenn er sich irgendwo verhört hat oder irgendwie eine falsche Nachricht, also irgendwie die Sprache nicht verstanden hat und einen Übersetzungsfehler drin hatte oder einen Verständnisfehler drin hatte, ja, also wenn zum Beispiel, ich mache mal nur ein Beispiel, er hat von irgendeinem eine Geschichte gehört. Und diese Geschichte beinhaltet zum Beispiel so etwas wie, ja, Schmusen und Sexualität und so weiter sind gefährlich und machen krank. Also erzählt wurde in Wirklichkeit, die Ursprungsgeschichte war, ja, also Schmusen und Sexualität sind gesund und machen glücklich und machen Spaß und so weiter. Aber durch einen Übersetzungsfehler oder durch ein Missverständnis der Sprache der anderen oder ein sich Verhören, wird daraus, so im Sinne einer stillen Post, wird daraus, ja, Sexualität und Schmusen und Körperkontakt und Massage und so weiter machen krank und sind gefährlich und sind schädlich. Ja? Wir hatten ja noch vor 100 Jahren hatten wir noch überall das Märchen zum Beispiel, Selbstbefriedigung mache krank. Ja, zum Beispiel, das ist also ein ganz realistisches Märchen, das da erzählt wird. Und jetzt erzählt der Märchenerzähler dieses Tauschhändlers hier auf der rechten Seite, erzählt er dieses Märchen davon, dass Sexualität und Selbstbefriedigung krank mache. Dadurch kriegen die Leute Angst davor, schmusen weniger, haben weniger Körperkontakt, machen weniger Selbstbefriedigung. Und er verkauft sozusagen mehr von seinen Zuckersüßigkeiten, also von seinen künstlichen Imitationen von süßen, reifen Früchten. Dadurch macht er mehr Umsatz als der auf der linken Seite. Der auf der linken Seite, der erzählt die Wahrheit, nur süße, reife Früchte sozusagen, der kommt in eine andere Gruppe. Und da erzählt er, ja, nur süße, reife Früchte sind gesund, und damit erzählt er die Wahrheit. Also der andere erzählt, bei dem sind die Irrtumsmeme und hier sind die Wahrheitsmeme. Und die Wahrheitsgedankensysteme oder verhaltenssteuernden Gedächtnisinhalte, Meme von Memory, Wahrheitsmeme und hier diese Wahrheitsmeme, er erzählt auch die Geschichte, der Märchenerzähler erzählt auch die Geschichte richtig, der erzählt, ah, Schmusen ist gesund, Sex ist gesund, löst gute Stoffe aus und so weiter, ja, also habt Spaß und so weiter, und dadurch sind die Leute aber nicht so,
sind die Leute nicht so unglücklich. Und weil sie nicht so unglücklich sind sozusagen und nicht so einen Liebesmangel haben, kaufen sie deutlich weniger von seinen süßen, reifen Früchten. Und er hat schon mal die hohen Transportkosten, den hohen Transportaufwand und dann verkauft er auch noch wenig, weil die Leute lieber schmusen, als viele süße, reife Früchte zu essen und dadurch Übergewicht zu entwickeln und so weiter. Ja? Und deswegen hat er wenig Nachkommen, hat vielleicht immer nur ein Kind und stirbt vielleicht sogar mit der Wahrheit aus. So ganz ist die Wahrheit ja nicht völlig ausgestorben, aber wir wissen gar nicht, was wir alles von Wahrheiten im Laufe der Evolution der letzten Hunderttausenden von Jahren schon verloren haben. Aber es kann sein, dass er also ausstirbt mit seinen Wahrheiten und seinen Laden zumachen muss sozusagen. Oder dass er zwar überlebt, aber ein Rinnsal bleibt. Und wir heute eben nur ganz wenige Leute haben, die den Bürgern die Wahrheit sagen. Ja? Und während hier nach und nach ein riesiges Wirtschaftsimperium entsteht, das mit diesen zwei Irrtumsmemen. Das eine Irrtumsmeme ist, die zuckermäßigen, künstlichen Ersatzprodukte, Süßigkeiten, Schokolade, Pralinen und so weiter, sind genauso gesund wie die süßen, reifen Früchte. Das erste Irrtumsmeme. Das zweite Irrtumsmeme ist, ja, Schmusen, Sexualität und Selbstbefriedigung machen krank. Ja? Und dadurch kaufen die Leute, dadurch kriegen die Leute Angst vom Schmusen, schmusen weniger, kaufen mehr von den Süßigkeiten, werden übergewichtig, hässlich und abstoßend für Liebespartner und so weiter und essen dann umso mehr, kommen sozusagen in eine Art Suchtspirale hinein. Und dieser kann natürlich schon mal von vornherein hier zwei Kinder auf die Welt bringen. Zwei Kinder. Der eine irgendwie ist das schwarze Schaf der Familie, lässt sich infizieren von dem Gedanken, von dem Wahrheitsgedanken, nein, nur süße, reife Früchte sind gesund und auch Sexualität ist gesund. Und der wird also eher zum Händler, ist das schwarze Schaf der Familie, die Eltern sind ganz verzweifelt oder der Vater ist ganz verzweifelt, der Händler der Sohn oder die Tochter wird zum Abweichler und schlägt den Weg der Wahrheit ein und hat dann genauso wenig Kinder in Zukunft, genauso wenig Erfolg, stirbt eventuell aus oder die Wahrheit setzt sich nur wie ein Rinnsal in die Zukunft fort. Aber hier der andere Sohn oder Tochter, der bildet also die neue Filiale sozusagen und der ist voll überzeugt von den beiden Irrtumsmemen, also Zuckerwaren sind genauso gesund wie süße Früchte und Sex und Liebe und Selbstbefriedigung machen krank, ja. So, und dann haben wir, oder sind schlecht, ja, oder sind irgendwie böse und schlecht und so weiter, auf jeden Fall zu verurteilen. Und dann hat er drei Kinder, also eins, zwei, drei Kinder, weil er jetzt viel verdient und die Leute fallen auf ihn rein, wie wir das alle tun in der sozialen Marktwirtschaft. Und er selbst glaubt die Irrtümer, er lügt also nicht, sondern er gibt einfach nur seine Irrtümer weiter und kann damit drei Kinder ernähren. Zum Beispiel aus den drei Kindern, der eine bekommt dann wieder zwei Kinder, weil sie alle so gut verdienen. Dann der eine davon bekommt auch wieder zwei Kinder und so weiter. Vielleicht das ist hier vielleicht auch wieder einer, der zum schwarzen Schaf wird und zur Wahrheit übergeht und sagt, nein, ich liefere nur noch süße, reife Früchte, weil ich denke, das macht uns krank und so weiter. Ja. Und der hat dann wieder nur ein Kind in Zukunft und so weiter und bildet wieder nur so ein Rinnsal von Wahrheitsgläubigen. Und die anderen hier, aber die Mehrheit wird immer größer
Und hier zum Beispiel aus dem entstehen zwei Kinder. Auch hier wieder ein Abtrünniger, einer, der zur Wahrheit überwechselt, aber auch hier wieder einer, der fest überzeugt von den Irrtumsmemen ist und wieder zwei Kinder hat und so weiter. Hier wieder zwei Kinder, die beide die Irrtumsmeme ausbreiten und so weiter. Also das heißt, der Baum, wenn wir jetzt das als Baum oder als Busch zeichnen, fängt also ganz klein an in der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus. Und dieser Baum wird ein riesiger Busch. Also hier oben sind dann, wenn wir immer weiter nach oben gehen, haben wir dann also hier Millionen von Menschen, die irgendwie mit dem Handel zu tun haben und alle überzeugt sind, dass Zucker Produkte, also die Imitate von süßen und reifen Früchten, genauso gesund sind wie genauso gesund sind wie die süßen reifen Früchte und die irgendwie finden, dass Sexualität und Schmusen und Körperkontakt und Selbstbefriedigung irgendwie pfui sind, ne? Und so, das ist das Wesen der sozialen Marktwirtschaft, des Kapitalismus. Wir sind also, uns wird das Leben genommen, uns wird das Lebensglück genommen und wir werden vergiftet mit Billigmüll sozusagen. Wir werden zwar nicht absichtlich jetzt irgendwie gezielt umgebracht, da steckt keine Verschwörung dahinter, sondern einfach nur, weil dieses Billigzeug immer gleichzeitig auch ungesund ist. Billige Zutaten sind eben leider zufälligerweise immer typischerweise ungesund. Wenn jetzt die billigen Zutaten zufällig alle gesund wären, dann wären wir nicht so häufig krank. Aber das Problem ist eben, nein, leider ist es so, dass immer diese Billigzutaten, diese Ersatzstoffe für echtes Natürliches, immer auch gleichzeitig sich mit unserer DNS, unserem DNS-Bestand, unserem Verdauungssystem nicht vertragen und uns richtig krank machen. Also die soziale Marktwirtschaft als System ist ein Massenmörder, ist ein Krankmacher, ein Vergifter. Ja, und das wollen Sie als Bürger weiterlaufen lassen? Ja, weil sie nicht bereit sind, die wissenschaftliche Analyse zu verstehen und den zweiten Scientist for Future 2 zuzuhören. Und natürlich führt das alles, die soziale Marktwirtschaft, genauso wie sie da über Leichen geht, geht sie in jeder Hinsicht über Leichen, beim Klima, beim Umweltschutz und so weiter. Ohne dass wir sanft und behutsam aus der sozialen Marktwirtschaft aussteigen, geht es nicht. Und die Lösung, es gibt viele Lösungen, ja. Also jetzt gehen wir mal auf die Seite der Lösungen. Hier, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah ja, bei der Verschwendung. Ja, also die soziale Marktwirtschaft, dadurch, dass sie so viele Menschen vergiftet und so viele Menschen ermordet und umbringt, als System die soziale Marktwirtschaft, ja, dadurch sozusagen verlieren wir unheimlich viel Geld. Deswegen auch so zum Aufschlagen. Also wie gesagt, googeln, zweites Scientist for Future, II, also zwei hinten mit zwei I, römisch zwei. Zweites Scientist for Future 2 II, also II am Ende. Dann finden wir die Verschwendung im Gesundheitssystem, im Ernährungssystem, im Bildungssystem, hier können Sie alles durchlesen. Verschwendung, Verschwendung, Verschwendung. Also die soziale Marktwirtschaft ist nicht nur so, dass sie krank und hässlich und dick und übergewichtig und so weiter notwendigerweise macht und ihr Leben zerstört und so weiter und sie vorzeitig altern lässt und hässlich und krank werden lässt, sondern sie verschwendet auch unheimlich viel Geld. Sie ist also auch unheimlich teuer. Sie ist verschwenderisch, ja? Sozusagen jetzt der nächste Schritt, die Lösung. Ja, es gibt ganz viele Lösungen des Ausstieges aus der sozialen Marktwirtschaft. Die zweiten Scientists for Future 2 haben da ein ganzes Repertoire. Ich mache es nur einfach, indem ich so die Krönungsdisziplin oder die Königsdisziplin wäre, die Einführung von Wohlfühlnoten.
und die Errechnung der Gesundheitskostenerwartungskurve und der ständige Vergleich mit den tatsächlichen Gesundheitskosten. Das heißt also, mit meiner Wohlfühlnote und mit meinen tatsächlichen Gesundheitskosten bestimme ich in Zukunft über das Gehalt meines Arztes, meines Supermarktleiters, meines Alnatura Biomarktes und so weiter. Ich bestimme über deren Gehalt, weil je gesünder ich mich entwickle und je wohler ich mich fühle, desto mehr verdienen diese Leute. Wenn ich schlechte Wohlfühlnoten abgebe und meine Gesundheitskosten schlecht werden, weil ich durch diesen ganzen Zuckerschrott so richtig schön krank werde, dann verdienen die alle viel weniger und dadurch werden die von selbst ein Interesse daran haben, mich nicht mehr zu Zuckerwaren zu verführen, sondern die werden ein Interesse daran haben, dass überall die Irrtumsmeme durch Wahrheitsmeme ersetzt werden, dass auch jeder Arzt und jeder Lebensmittelhändler wird Werbespots schalten sozusagen, dass das Liebe und Sexualität und Schmusen und Selbstbefriedigung total gesund sind, dass man dann auch weniger Suchtessen praktiziert, dadurch dann bessere Wohlfühlnoten bekommt, geringere Gesundheitskosten und dann kriegt mein Supermarktchef aus der Krankenkasse für mich wieder einen Gewinnzuschlag, der so groß ist, dass ihn alles andere nicht mehr interessiert, außer diese Gewinnzuschläge aus der Krankenkasse, wodurch er sozusagen Teil des Gesundheitssystems wird und mir nur noch absolut die gesündeste Nahrung liefert. Und dafür wird er die gesamte Landwirtschaft, also er wird seinen Zulieferern neue Rahmen setzen und wird sagen, wenn ich noch irgendeine Spur von Gift finde und wenn ihr nicht absolut gesunde Nahrung anbaut, wenn ihr nicht natürliche Arten zurückzüchtet und wir wieder ganz naturbelassene und mit dem Genbestand meiner Kunden vereinbare süße, reife, herrliche, naturbelassene Früchte und so weiter liefert und die herrlichsten Gemüse der Erde wieder vielleicht auch zurückzüchten, weil wir haben ja so viel kaputt gezüchtet sozusagen. Ja, dann habt ihr weiter den Auftrag und wenn nicht, suche ich mir andere Lieferanten. Ja, und dadurch werden dann bis in alle Winkel der Erde hinein die Zulieferer die Böden reinigen lassen, durch neue pharmazeutische Produkte, nämlich Bodenentgiftungsmedikamente, die pharmazeutische Industrie herstellt. Und wir können die gesamte Umwelt, wir können das System, wird dann natürlich auf die anderen 200 Staaten der Erde, wird das Stück für Stück kopiert von den anderen Staaten. Und dann haben wir überall weltweit ein Wirtschaftssystem, und wirtschaftliches Handeln und überall auf der Welt haben wir diesen sanften, schrittweisen Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft, aus dem Kapitalismus und dann haben wir überall sich wohlfühlende, langlebige, gesunde, fitte, hübsche, attraktive Menschen, ja, also die Leute kaufen ja Kosmetika ein, um sich hübsch zu machen und merken gar nicht dabei, dass sie sich mit dieser Pampe oft noch hässlicher und klebrig und pappig machen und so weiter, anstatt den sanften Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft zu wollen, wo dann der Lebensmittelhändler alles dafür tut, dass der gesamte Körper, die Haut und alles so hübsch ist. Wenn ich draußen Menschen sehe, dann brauche ich nur deren Gesichtshaut anzusehen, dann weiß ich, wie krank sie sind im Prinzip, weil fast niemand hat noch eine gesunde Gesichtshaut, weil er sich so vergiftet mit all dem Industriemüll der sozialen Marktwirtschaft sozusagen, all dem Sondermüll, dass die Menschen auch richtig hässlich werden und abstoßend werden. Und wenn ich mal dran denke, gucken Sie dann, wenn Sie auch unser jetziges Medizinsystem, was die Zahnärzte mit den Menschen machen, wenn die dann kaputte Zähne haben und so weiter, Wurzelbehandlung. Viele Menschen, gerade auch ältere Menschen, die stinken aus dem Mund so abstoßend und so ekelerregend, weil man das Gefühl hat, der ganze Mensch verwest schon. Und das stinkt und die riechen das auch nicht, weil und ihr Partner hat vielleicht
nicht die gleiche Wurzelbehandlung oder den gleichen sozialen marktwirtschaftlichen Mist abbekommen und stinkt auch wie die Pest sozusagen. Und da die, dann ist es allerdings wie beim Knoblauch, wenn die beiden sozusagen beide die gleichen fauligen Kiefer und Zähne haben und eiternden Kiefer und Zähne unten drunter haben, dann stinken die natürlich beide gleichermaßen und merken das noch nicht mal. Also auch wenn die schmusen, merken die das noch nicht mal, weil wie zwei Leute, die beide Knoblauch gefressen haben, die merken es nicht, aber die anderen krümmen sich wegen dem Gestank des Knoblauchs, ne? Und so ist es hier auch im Gesundheitsbereich. Also der Mensch von heute in der sozialen Marktwirtschaft wird immer hässlicher, immer fetter, immer ekliger und immer stinkender und verwesender und verfaulender. Wollen wir das wirklich? Wollen wir nicht endlich den sanften Zwischenschritten einen sanften Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft gehen und dann wieder schön, attraktiv, fit, schlank, hübsch und nicht stinkend werden sozusagen. Übrigens auch meine Erfahrung ist auch so, dass Fleisch und tierische Produkte natürlich auch den Gestank oft vergrößern, aber da bin ich jetzt nicht, da will ich jetzt kein Ei drauf schwören, aber es ist so mein Eindruck. Wobei ich rein aus gesundheitlichen Gründen mich praktisch prinzipiell grundsätzlich also vegan ernähre. Ja, also ich hoffe, es ist deutlich geworden. Es gibt also einen Weg raus. Ich guck mal, ob ich hier noch was habe. Ja, also und für die Fridays for Future, ja, die jetzt ja in Köln sozusagen zum letzten Mal freitags gestreikt haben, habe ich denen ja auch immer vorausgesagt, dass die selbstverständlich sozusagen keine Chance haben, ohne mit den Scientists for Future 2, mit den zweiten Scientists for Future 2 zu kooperieren. Geht das halt nicht. Ach, übrigens in der Infobox der erste Link, den ihr dort findet, da könnt ihr direkt einsteigen in das Studium der zweiten Scientists for Future 2 Initiative Weltrat beim World Council of Wise People Rat der Weisen und so weiter. Also holen Greta Thunberg und die Four Futures die gewünschten 900 Milliarden ab. Nö, haben sie immer noch nicht abgeholt und dann wird diese ganze Bewegung scheitern und man wird irgendwann sagen, ja, Greta Fridays for, ach ja, was ist denn aus denen geworden? Die haben ja nichts erreicht und so weiter. Der Kapitalismus und die soziale Marktwirtschaft, vielleicht kommt ja bald der nächste Krieg und wir werden nochmal ganz anders abgeschlachtet und so weiter. Ja, ich hoffe, Videobesucher, Sie haben jetzt einen Eindruck bekommen, warum Sie jetzt sich unheimlich engagieren werden und einsetzen für den sanften, schrittweisen Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise aus dem Kapitalismus. Weil sie jetzt begriffen haben, wie gefährlich dieses System für uns alle ist und wie viel, wenn wir die gesamte Geschichte studieren, wie viel Elend und wie viel dieses kranke System uns schon zerstört hat. Ja? Alles klar, bis bald. Tschüssi.